Fabrikant, meine Jungs bringen Kohlen, ist wie Eislieferant. Ja, meine Leute, Klitsch.tv hat ein neues Video für euch und heute zeige ich euch, wie ihr einen wirklich sehr, sehr seltenen Skin und einen wirklich sehr seltenen Hängegleiter bekommen könnt. Denn Epic Games hat am 14.02., also heute, uns einen kostenlosen Hängegleiter und einen kostenlosen Skin zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese beiden Sachen im Battle Royale Modus freischaltet, dann würde ich euch einfach raten, dieses Video bis zum Schluss anzuschauen, damit auch ihr wisst, wie ihr diese beiden Items im Battle Royale Modus freischalten könnt. Als allererstes ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass wir eine aktive PlayStation Plus Mitgliedschaft haben. Hierzu können wir auch die zweitägige Testversion von PlayStation Plus verwenden. Dazu brauchen wir dann aber einen Personalausweis. Aber ich glaube, wegen 2 Tagen kostenlos PlayStation Plus können wir auch mal unsere Eltern fragen. Aber wenn ihr eure Eltern nicht fragen wollt, dann könnt ihr euch ganz einfach im Internet recherchieren. Da gibt es genug Seiten, wo viele Personalausweise rumflattern und da könnt ihr euch einfach irgendeinen aussuchen und dann könnt ihr diesen eingeben. Und dann könnt ihr auch diesen benutzen und dann könnt ihr euch auch diesen kostenlosen Skin runterladen. Es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass wenn ihr den Skin und den Hängegleiter haben wollt, ihr eine aktive PlayStation Plus Mitgliedschaft habt. Denn habt ihr keine aktive PlayStation Plus Mitgliedschaft, dann klappt das Ganze nicht. Und dann könnt ihr euch diesen Skin und den Hängegleiter auch nicht auf eurem Account aktivieren. Haben wir dann auf jeden Fall PlayStation Plus, dann gehen wir auf jeden Fall im PlayStation Menü ganz oben links einfach auf das PlayStation Plus Symbol. Und jetzt sind wir auch schon in einem PlayStation Plus Menü und jetzt scrollen wir einfach die ganze Zeit nach rechts, bis uns die Fortnite Werbung ins Auge springt und jetzt sehen wir auch schon hier exklusiv nur für PlayStation Plus Mitglieder erhalten wir einen Skin und einen Hängegleiter und jetzt klicken wir einfach bloß nochmal auf Laden und jetzt wird sich auch nicht viel ändern. Ihr denkt jetzt bestimmt, eigentlich müsste da sich was runterladen und ihr klickt einfach bloß drauf, dann lädt das Ganze kurz und dann steht wieder laden. Das ist auf jeden Fall richtig, nicht dass ihr jetzt denkt, ihr habt was falsch gemacht, das ist wirklich richtig. Wenn ihr da einfach jetzt drauf drückt, dann habt ihr diesen Skin schon bei euch im Spiel aktiviert. Das ist anscheinend ein kleiner Bug oder halt bloß eine Aktivierung, wo ihr wirklich nichts runterladen müsst. Und habt ihr das dann gemacht, dann müsst ihr jetzt ganz einfach in Fortnite reingehen. Das heißt, ihr geht jetzt einfach zurück und dann startet ihr Fortnite. Und wenn ihr dann im Battle Royale Modus angekommen seid, werdet ihr auf jeden Fall schon sehen, was bei eurem Spind ein Ausrufezeichen ist. Das heißt, ihr habt jetzt etwas Neues bekommen. Und dann gehen wir einfach zu den Hängegleitern und dann sehen wir auch schon diesen krassen Hängegleiter. Natürlich haben wir jetzt auch noch einen exklusiven Skin freigeschalten und ich finde diesen Skin wirklich richtig cool. Der sieht auf jeden Fall wirklich richtig nice aus, genauso wie der Hängegleiter und der sieht natürlich auch in-game wirklich richtig krass aus. Und wenn euch dieses kurze Video gefallen hat, dann würde es mich auf jeden Fall wirklich richtig freuen, wenn ihr dem Video einfach ein Like da lassen könntet. Und falls ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, würde es mich auf jeden Fall wirklich richtig freuen, dass ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr in GTA 5 und Fortnite zu verpassen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.